Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um eine Axt. Ich wollte schon seit längerem eine Axt bauen, habe mich aber nie so richtig für eine entscheiden können. Und jetzt ist mir die Tage das hier in die Hand gefallen. Im Garten ist einem der Stiel gebrochen. Und das ist natürlich die perfekte Vorlage, um selber eine Axt zu machen. Und das Rennen hat dann gewonnen, die Axt aus God of War 5, das ist diese Nordic Axt, Nordic X, die ich nachbauen möchte. Ihr seht jetzt hier überall die Zahlen. Ich habe versucht, das umzurechnen von dem Bild eben auf das, was ich brauche für den Stock. Und da ist das hier rausgekommen. Schaut schon mal ganz gut aus, finde ich. Wenn man das vergleicht miteinander, schon ziemlich ähnlich. Allerdings werde ich das draufsetzen und nicht so machen. Das heißt, dieses Stück hier, das hier, schneide ich ab. Das schneide ich auch ab, werde dann die beiden, also die ganze Schneide, wie auch immer, werde ich aus einem Stück machen, dann später hier rechts und links was draufkleben an Holz, dass das halt ein bisschen dicker ist wie hier, und später dann oben mit einem Holzstück abschließen. Und diese Verzierung hier oben, die hier runter, die nicht hier runter geht, die einen kleinen Absatz hier hat, deswegen geht das so gut, also das hier oben und das hier unten, das mache ich aus, wie heißt das wieder, dieses Moosgummi, dieses EVA Foam, dieser Schaumstoff da, dieser dünne, da habe ich so einen dünnen Schaumstoff, und das mache ich da einfach daraus, weil sich das halt einfach gut um die Axt hier legt, ne? Mit Holz wäre das halt ein wenig blöd. Ja, also das habe ich jetzt vor zu bauen, und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Das erste, was ich jetzt mache, ist die Axt, also den Stiel hier, von den ganzen Verschmutzungen, von der Farbe befreien, dass das wieder schönes Holz ist, damit ich es dann später so behandeln kann, dass es dann auch wieder schön dunkel aussieht und schön nach Holz. Ja, also das ist der erste Arbeitsschritt, den ich machen werde.
Tag, neues Glück. Weiter geht's. Ich habe mich jetzt beim Bau der Axt nochmal umentschieden. Ich werde sie nicht anmalen, also nicht mit Farben anmalen, sondern ich werde sie beizen und dann ölen. Ich wollte schon länger mal ja, meine sogenannten Waffen aus Holz eben auch als Holz lassen, weil das eben auch wirklich sehr schön ist, einfach. Und dementsprechend werde ich den Stiel werde ich beizen, so dass er ungefähr die Farbe hat. Hier oben die Axt selber, die werde ich lassen in Fichte, nur ölen. Und die ganzen Zeichen, die hier drauf sind, die werde ich reinbrennen. Ja, okay. Das Problem ist halt nur, wenn ich möchte, dass hier alles, was auf dem Bild Metall ist, aus einem Holz ist, nämlich der Fichte, mit der ich schon angefangen habe, dann muss ich ziemlich viel arbeiten. Wir haben nämlich hier in der Werkstatt nur Fichte in einer Qualität, sage ich jetzt mal, und zwar 18 mm stark. Und ich muss mir jetzt alles komplett neu zusammensägen, dass alles zusammenpasst, so wie es passen soll. Und ich muss natürlich auch schauen, dass die Maserung alles in eine Richtung läuft. Na, sonst, wenn ich jetzt hier so ein Teil machen würde, das nach oben geht, das sieht einfach nicht aus. So, da habe ich erstmal die beiden Sachen hier gemacht. Die kommen hier hin. Oben und unten. So. Und dann habe ich aus Holz, aus Fichte, diese Dinger ausgesägt und ausgebohrt mit Förstnerbohrern und habe dann angefangen zu schleifen. Und zwar innen und außen, damit sich das etwas um den Stamm legt, um den Handgriff legt. Ne? Soll ja schon so aussehen, wie auf dem Bild. So. Da habe ich einen Trick angewandt. Und zwar, ich habe einfach ein grobes Leinen hergenommen, um den Griff selber gewickelt, unten dann festgehalten und dann und so hat es genau die Form, die dann eben da drauf passt. Also da braucht ihr keine Maschinen für, das kann jeder so machen, das ist überhaupt kein Problem. So. Ja, also die Sachen sind im Grunde genommen jetzt soweit fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist an den Stücken, an diesen Halsstücken, werde ich hier noch einen Radius dran schleifen. Dann werde ich das zusammenleimen. Werde ich das zusammenleimen. Und dann werde ich den Griff beizen. Ja. Und dann auch schon mit dem Brennen anfangen, ne? Ja, machen wir das mal.
Ja, Freunde, hallo. Weiter geht's. Und zwar habe ich jetzt schon mal auf die Axt diese Verzierung hier aufgebracht. Habe die dann mit so einem Pauspapier da übertragen und ich habe sehr fest aufgedrückt, so dass sie auf der anderen Seite, also die schwarzen dicken Linien, nachzeichnen konnte, damit beides gleich ist. Ja. Und jetzt fange ich halt an, das einzubrennen mit so einem, ja, Art Lötkolben, der speziell halt für sowas gedacht ist. Der Leim ist schön getrocknet. Sieht sehr schön aus, finde ich. Und jetzt muss ich halt, hier habe ich schon
das ein bisschen verarbeiten, hier die Übergänge, dass die ein wenig sauberer sind, dass es ein wenig schöner ausschaut. Hier muss ich das noch machen, das mache ich jetzt noch. Dann habe ich hier Nägel gefunden, die finde ich ganz gut sind als Nieten. Wenn man sich das anschaut, sind hier oben 4 und hier unten 3 Nieten. Und die muss ich ja auch irgendwie darstellen. Ja, also dann nehme ich die hier. Ja, das mache ich jetzt mal.
Ja, Freunde, jetzt können wir mal sehen, was aus diesen grünen Teilen geworden ist. Eine, wie ich finde, echt schöne Axt. Falls ihr euch wundert, ich habe mich vorhin nochmal umentschieden und habe die Messingschrauben genommen. Aus dem einfachen Grund, es passt, finde ich, von der Farbe besser dazu. Das helle Silber, das hätte nicht so schön gepasst. Deswegen das. Ja, den Griff habe ich auch so ähnlich gemacht wie hier auf dem Bild. Das Leder auf dem Bild ist vielleicht eine Idee heller als das, was ich hier habe. Aber also fässt sich echt schön an. Sieht schön aus. Nö, war echt, hat echt Spaß gemacht, das zu bauen. Und ich bin jetzt im Nachhinein auch sehr froh darüber, dass ich keine Farben, sondern eben Beize und Öl genommen habe. Ich finde, das kommt richtig raus, das Holz. Das sieht richtig schön aus. Richtig satt. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr Fragen habt oder Baupläne, Maße braucht, schreibt mich einfach an, entweder bei YouTube oder bei Facebook. Über Kommentare und ein Like freue ich mich natürlich riesig. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.